Hallo meine Lieben, wisst ihr, was wir schon machen können? Wir können unsere Zuckererbsen schon in die Töpfchen legen. Und dann können die Pflanzen schon mal wachsen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass man sie rauspflanzen kann, dann braucht ihr sie nicht mehr legen, sondern könnt ihr gleich, die Pflanzen direkt in die Erde pflanzen. Habt ihr ein bisschen Vorsprung? Ich muss mal meine Handschuhe anziehen. Sorry schon mal im Voraus für die Geräusche vom Treckern und Hähne und Hühner, aber ich bin draußen und lebe auf dem Land und da ist es normal. So. Fertig. Und jetzt kommt da meine Komposterde. Ich nehme jetzt keine Anzugserde oder so. Ich nehme jetzt ganz normal meinen Kompost und dann kommen da die Erbsen rein. Glaubt nicht, wie wunderschön draußen es ist. Die Sonne scheint, es ist richtig schön angenehm und richtig frühlingshaft. So, letztes Töpfchen. Und jetzt kommt in jedes Töpfchen so eine Erbse. Übrigens könnt ihr die Erbsen auch, wenn die mal rauskommen, ihr könnt übrigens die Erbsen auch einweichen. Ich nehme dazu meistens immer meinen Brennnesseltee oder ihr könnt auch Kamillentee nehmen. Oder wenn ihr beides nicht habt, tut es warmes Wasser auch. Keimen die schon mal vorher und dann könnt ihr die ins Töpfchen tun. Aber es geht so auch. Ich mache das jetzt einfach so und ist ja nicht meine einzige Saat von den Erbsen. Also ich mache jetzt ein paar Töpfchen jetzt schon und später mache ich noch ein paar anderen Erbsen und die weiche ich einmal ein. Und so habe ich dann, sag ich mal, die Erbsen, die schon vielleicht schon mal vorher gekeimt haben, also ein paar Wochen vorher. Und ein paar Erbsenpflanzen, die ein bisschen später. Ist auch schön, so eine, was man vorher, ein Teil Erbsen vorher und ein Teil Erbsen später. So mache ich das mit den Radieschen auch. Dann habe ich nicht so viele Radieschen auf einmal oder Erbsen, sondern immer Stück für Stück. Also, sag ich mal, immer mit eine oder zwei Wochen Abstand. Genau, dann macht ihr einfach so ein Loch in der Mitte und dann kommt eine Erbse rein. Und so macht ihr das einfach überall. Macht ihr einfach so ein bisschen zu. So, und dann das gieße ich das Ganze an. Schön ordentlich angießen. Und dann werden jetzt die Erbsen hier im Gewächshaus bleiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Also bis zum nächsten Mal.